Hallo und wann Krämpfe und Verspannungen. Wir sind wieder da an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das letzte Mal haben wir aufgehört. Wann war das? Wie lange ist das her? Ich weiß nicht. Eine Folge. Länger. Eine Folge. Nein, und zwar... Ach so. Nein, also nein, das ist schon eine Weile her, stimmt, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und zwar, weil ich wollte eigentlich bloß die Aufnahme neu starten. Und was ist natürlich passiert? Ich habe was versemmelt dabei. Naja, jedenfalls die daraufhin entstehende Aufnahme konnte nicht verwertet werden, weil meine Stimme nicht drin war. Wer hätte das denn nur für möglich gehalten? Hurra. Gehofft haben es viele für möglich, halten wenige. Moment, ich muss mal gerade noch was einstellen. Oh. Ja, so mittendrin, ne? Das ist wieder typisch ich. So, oh Gott, ist das leise gestellt. Nein, ich will das so und ich will... Dann kann ich in der Zwischenzeit erzählen, dass ich tiefer gelegt bin. Flachgelegt wurde, nein. Oder, also, ja, vielleicht. Nein, ich sitze tiefer, denn ich bin mitsamt meinem Bürostuhl zusammengekracht. Huchi. So, ich konnte gerade mal ein bisschen Sport zu machen, glaube ich. Ja, richtig. Also spätestens, wenn der Bürostuhl zusammenkracht, sollte man sich Sorgen machen. So, wie wollten wir denn jetzt eigentlich weitermachen? Ach so, ich wollte schnell noch was ankündigen. Und zwar, mir wurde ans Herz gelegt oder nahegelegt. Ein Katheter. Nein, auch kein Bypass. Mir wurde nahegelegt, vielleicht mal drüber nachzudenken, den Ace Attorney Anime in Deutsch zu dubben. Und ich... Dubsteppen. Das bei uns. Dubsteppen. Und jedenfalls, ich möchte dazu nur eines sagen, weil das ist mir wichtig. Hat derjenige sie noch alle? Das ist eine übelste Arbeit. Und dann sagt man einfach mal, ja, hey, kannst du das neben deinen ganzen Projekten, die du hast, auch nochmal machen? Und ich sag so... Ach, so eine Arbeit war das doch jetzt gar nicht für mich. Du hast gerade was vorweggenommen. Oh, Entschuldigung. Ja, und ich sag dann so, na gut. Ja, jedenfalls für dich war das keine Arbeit. Für mich war das Übersetzen und Einsprechen. Und zwar viel mehr als wie du. Ist das meine Schuld? Nein. Jedenfalls, wer sich das angucken möchte, darf jetzt bis zum Ende des Parts vorspulen. Ich werde jetzt so in die Endlich gibt's einen Grund vorzuskippen, weil irgendwann kommt mal was, das noch besser ist. Na toll. Vorher gab's keinen Grund, das war alles das gleiche Elend. Richtig. So, und für alle, die jetzt noch nicht vorgeskippt haben, ich pack das schon an Hallo, diese Stelle des Videos. Du einer. Hallo, du einer, ich pack das schon an diese Stelle des Videos. So, ja, nee, ich mach dieses Mal so an gleich einen kleinen Ausschnitt aus der ersten Folge von dem, was wir so aufgenommen haben. Und in den nächsten Folgen mache ich das dann immer am Ende. Oder mittendrin einfach mal. So ein Mist! Ja, ne? Ich mache das irgendwo mittendrin. In jeder Folge so ein Schnipsel. Juhu! So, und der erste Schnipsel kommt jetzt. Ja, das leuchtet in der Tat ein. Und das war er auch schon erstmal. Ja, das war ein kurzer Schnipsel. War ein kurzer Schnipsel. So eine Sekunde oder so. Danke, dass du mich auf sowas bringst, was ich dann im Nachhinein wirklich tue. Hallo! Was? Ja, das war der kurze Schnipsel. Achso. Na, wie dem auch sei. Also, Wie die Janus sei. Ja. In der Tat. Oh, Entschuldigung. In der Tat. Ja. Oh, dann weiß ich ja schon, was ich für einen Schnipsel reingebracht habe. Laborchef Dr. Klenk. Ja, der ist da auch mit drin. Nein, pass auf, wir fangen jetzt mal an, weil wir sind hier schon wieder 4 Minuten beschäftigt. Und in diesen 4 Minuten hätte ich auch die ganze Aufnahme, die da schon fertig ist von der Ace Attorney Folge. Reinschneiden. Ja, einmal das. Und es war ja tatsächlich so, dass wir letztes Mal, sprich du, die Aufnahme verkackt haben. Ja. Und du musstest jetzt natürlich nochmal nachspielen, was wir letztes Mal in einer halben Stunde gespielt haben. Und wie lange hat es war ein Heidenaufwand von ganzen 3 Minuten. Laborchef Dr. Klenk. Was ist mit dem?
Na, wie dem auch sei. So, machen wir mal weiter. Der Bohrchef Dr. Klang? Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja, das ist er. So, ich habe die Tür eingeschlagen. Und was war da jetzt nochmal? Wo mussten wir? Wir mussten doch eigentlich... Sie hier. Ja, wir haben es alles schon gemacht, aber ich habe nie aufgepasst. Er sagte, dass er einen Brief für mich hatte. Soll ich den Brief präsentieren oder soll ich erstmal angreifen? Ich weiß nicht mehr, wie es war. Greif erstmal an. Moment mal! Ihr seid also gekommen, um einen Brief von Herrn de Victoire abzuholen. Vom Viktuarienmann. Was? Vom Viktuarienmann. Vom Viktuarien. Oh Gott, das ist doch der totale Viktuarienmann. Das klingt fast schon so future-mäßig so. Ja. Was ne? Okay, billigen Sci-Fi-Serie. Okay, das hatten wir. Ja, so war das mir. Ja, schon, aber. Also da waren wir auf jeden Fall letzte Mal so gewesen und jetzt überspringe ich das mal. Okay. Also habt ihr den Herrn. Okay. Nee, das kannst du widersprechen jetzt. Achso. Also habt ihr Herrn de Victoires Residenz aufgesucht. An jenem Morgen nach seiner Ermordung. Als ich ankam, brach mich fast der Schlag. Die Tür war. Nein, geschlagen. Dieser Mann hat eine Angst und wühlte überall herum. Vor allem in mir. Herr de Victoire, er hing ganz schlapp. Oh, jetzt komme ich voll in Emmy rein. Also, mach ruhig! Ja! Das ist aber schlimmer, was ich sage. Das macht's viel besser. Dass ich in Emmy reinkomme? Ja. That's what she said. Auf seinem Stuhl und der Butler war nirgendwo aufzufinden. So sagt es zu mir selbst. Ihr versteht doch, was ich meine, nicht wahr? Oh ja. Nee, ich nicht. Zu gut. Das leuchtet ein, das Gericht hätte an eurer Stelle das gleiche gedacht. Das ist jetzt aber gemein. Wie denn noch sei, ich sprach mit ihm und er erzählte, was geschehen war. Dann habe ich ihn um Hilfe gebeten. Ihr habt ihn also gebeten, etwas zu suchen? Ja, und zwar den Brief. Ich bat ihn, den Brief zu suchen. Scheiße, ich muss aufs Klo. Naja, bis später. Tschüss. Oh Mann. Oh. Doch letzten Endes fiel der Kerl einfach um. Auf die Couch. Ich fand den Brief und ich habe ihn ausgetragen. 9 lange Monate. Heute kann er schon laufen. Ihr habt den Brief echt ausgetragen? Und zwar aus der Liste mit den Briefen. Ja. Das nenne ich mal Hingabe. Dieser Brief, an wen im Namen des edlen Schreibers war er eigentlich adressiert? An den edlen Schreiber. Ja. Das kann ich nicht verlauten lassen, tut mir leid. Alle Boten dürfen solche Informationen nicht weitergeben. Ja, das leuchtet ein. Eilboten unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht. Schließlich soll niemand andere Leute Briefe erkennen. Und kennen auch nicht. Wenn die Briefe aber mit Herzchen bestickt sind, dann erkennt man sie ja als Briefe von jemandem, der Herzchen auf Briefe stickt. Und da man ja natürlich jederzeit die Briefherzchen Beklebungskartei durchsuchen kann. Kann man sofort, wer das war. Ja. Diesen Briefherzchenkleber werden wir schon finden. Ich persönlich habe niemals einen Brief mit Herzchen abgeschickt, den ich vor der Öffentlichkeit verbergen musste. Ach so. Moment, er hat aber Briefe mit Herzchen abgeschickt, dann waren das bestimmt noch keine solchen Briefe mit Herzchen. Nee, die waren nur alle an seine Mutter. Nee, das war Organhandel. Braucht man dafür nicht eigentlich schon ein Paket? Ach nein, das sind ja Herzchen. Ja, eben. Und von wem kommen die? Laborchef Dr. Klenk. Der hat die nur entfernt, das sind nicht seine eigenen. Laborchef Dr. Klenk. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Das ist der Mario! Okay, weiter.
Schau. Schaut das Gericht nicht so an. Das Gericht sprach von der öffentlichen Meinung, nicht von der eigenen. Was lachst du denn immer noch? Nee. Einfach so, ich lach gerne. Ich merk schon, du sitzt auch den ganzen Abend dann da und lachst. Juhu! Ja. Juhu! 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 Ah. Juhu! Juhu! Ist runtergefallen. Haha, wo ist der Stylus? Im 3DS. Ah, mein 3DS mit Stylus. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Zwei Roller! Der Viktor wollte einen wichtigen Brief abschicken, als er ermordet wurde. Dieser Brief, irgendwie klingelt es da. Nö, keine Ahnung. Nö, keine Ahnung. Oder wollen wir mal? Nein. Nö, ich... Irgendwie klingelt es da. Rubine gefunden. Was haben wir denn da eigentlich noch so für Sounds? Weiter oben? Tja, jo, also Beweis präsentieren, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Ja. Das war gar kein Wortwitz. Ja, die, bei dem so ein Badumps kommt, sind ja auch immer nicht lustig. Oh, weißt du noch, was wir zwischen der letzten verkackten Aufnahme und dieser Aufnahme noch besprochen hatten? Gar nichts. Nein. Nee. Dass wir doch bei einem bestimmten Namen neue... Oh, da brauche ich mein Handy. Oh, gut. Da habe ich die Liste drauf. Ist eine ganz schön lange Liste. Ist ganz schön lang. That's what she said. Wir haben da einen Sound dafür? Seit wann? Was? Seit wann haben wir da einen Sound dafür? Was für That's What She Said? Ja. Schon fast immer. Seitdem wir den Spruch benutzen. Schon fast immer? Ja, deswegen benutzen wir den Spruch doch überhaupt. Weil wir den Sound haben. Okay, wie auch immer. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich muss mehr über The Victoires Brief herausfinden. Frau, die Liste. Frau Zeugin. Du bist. Ach so, Entschuldigung, ich lese gerade die Liste durch. Was steht denn da für ein Scheiß drauf? Schön, ne? Das Vorletzte ist das Beste. Moment, das Vorletzte muss ich jetzt auch erstmal. Okay, liest du erstmal vor. Na gut. Meint ihr mich? Hab ich was verbrochen? Ja, du bist eine Hexe. Verbrennt sie! So, ich such das auch gerade mal raus. Das Vorletzte ist super. Moment, das Vorletzte auf der Liste, oder? Okay, ja. weil wir hatten ja auch noch diese anderen Dinger. Ach so, ja. Finde ich gut. Ja, extra was für dich. Ja. Okay, der Brief, den ihr an jenem Tag von Herrn de Victoire abholen solltet, war es. Jetzt werden sich übrigens alle fragen, was ist denn das für eine komische Liste? Es ist die Todesliste. Das wird sich zeigen. In wahrscheinlich ungefähr 30 Parts werden wir mal dazu kommen, dass die relevant wird. Und wir werden sie wahrscheinlich nicht abarbeiten können. Doch, gegen Ende, wenn dann immer wieder der ein und derselbe, die ein und Wobei, dieselbe Sache kommt. Bis dahin haben wir es wahrscheinlich schon längst vergessen und wenn es dann soweit ist, sagen wir, da war doch mal eine Liste, weißt du noch, wie das so war? Nö. Und dann... Nee, dann kommt Abspann. Genau. Okay, der Brief da. Präsentieren, nimm den. Der Brief, den ihr an jenem Morgen fandet, war es möglicherweise dieser hier? Ja, das ist er. Aber halt, wie seid ihr in seinen Dienst gelangt? Ihr seid ja ein... Halunke! Einspruch! Er ist kein Halunke! Moment. Der sagt Einspruch Moment und dann mal. Moment mal! Was soll das? Verehrter Herr Blaubock. Blaubock. Kennst du Bockbier? Blaubock. Ich kenn Superbock, das gibt's in Portugal. Das kannst du nicht trinken. Ich glaube, ich hab's schon mal erzählt. Bin eh kein Biertrinker. Ja. Aber das war wirklich abgrundtief ekelhaft. Es hat mir total auf den Magen geschlagen auch und es hat echt überhaupt nicht geschmeckt.
Ich denke, es ist 2 Uhr. Ich muss jemanden finden, dem ich das anhängen kann. Jemanden wie ihn. Es wird aussehen, als hätte er es getan.